So, jetzt erstmal ein Monster. Oh Gott. So. Auf zu neuen Ufer. Good morning, 47. We have a lead on the Shadow Client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the Shadow Client. Spurred by Eric Soders, the ICA Board of Directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose, along with three other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator. Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst. And finally, Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soder's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the Shadow Client's true agenda. I will leave you to prepare. Wir sollen vier Leute umbringen? Das schaffen wir doch nie. Welcome to Colorado. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map, mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however. So to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Danke, und ich glaube, wir werden es verkacken. Nee, das kann ja noch lustig werden, Alter. Okay, ich glaube, das wird schwieriger als gedacht. Also, wir haben ja noch gar nicht wirklich gespielt. Das wird auf jeden Fall tricky. Ich such mal, wo wir irgendwie vielleicht rein können, ohne dass wir direkt extrem auffallen. Hello there. Oh shit, da vorne sind mir mehrere. Hier können wir bestimmt rein. Oh, eine neue Gelegenheit. Ja, der folgen wir erstmal. Okay, wir gehe ich hier jetzt mal noch dort hinten und ich hoffe, wir werden nicht auffallen. Leute, das. Alter, ist das. Da vorne ist auch einer. Das ist ja alles voll. Eine Map wäre auch richtig geil, dass man die ganze Karte sieht. Ja, und der interessiert uns jetzt gerade. Noch nicht, oh. Wir schleichen hier von Position zu Position und hoffen, dass uns niemand sieht. Ja, das war's komplett, Digga. Fuck. Ja, komm, Alter. Das oh, Äpfel. Ah, Aprikose. Oh. Nein, noch scheiße, ja, fuck. Digga, es ist so unglaublich schwierig. So, ich habe mir jetzt überlegt, wir sind jetzt hier kaum drin. Vielleicht können wir außenrum einfacher durchkommen. So, wir rennen jetzt hier einfach außenrum. Oh Gott. Sieht alles ein bisschen gefährlich, aber ich bin jetzt ein bisschen vorangekommen. Vielleicht könnte dieser Try was werden. Okay, Leute, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt... Ach, Digga, ich glaube doch nicht. Fällt das auf, wenn wir hier rausklettern? Wir probieren es einfach mal, oder? Komm, das schaffen wir, oder? Da sind wir gut. Also gerade. Wir sind aber... Ach nee, wir sind überhaupt nicht nah. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt aber relativ nah. Oh, doch weg. So, warte mal. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt nicht mehr die gleichen Dinge. Warte mal. Die gleiche... Wir wollen die hier, die Geisel. Das sind zwei. Mein Gott, wieso ist denn diese Mission so schwierig? Sehen die mich, wenn ich hier hinten durchlaufe? Als ob die mich nicht sehen. Curiosity ist ein bisschen nachlässig. Mal sehen, wo die nächsten waren. Wo ist denn das hier? Wow. Oh lol, die schießen hier.
Uiuiui, da war ja einer, den habe ich gar nicht gesehen. Wir müssen da rein. Hinten ist, glaube ich, ein Eingang. Deswegen gehen wir einfach mal nach hinten und gucken, ob wir da reinkommen. Ne, nicht erkennen. Da ist auch noch einer. Das Problem ist, wenn wir da jetzt reingehen, da drin ist einer. Vielleicht können wir, warte mal, ich glaube, die... Ja, warte, die Tür geht so auf, vielleicht können wir ihn... Aber das hört er da hinten bestimmt auch. Ach komm, wir speichern kurz. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig speichern. Hä? Lol, wo kam denn der her? Zum Glück habe ich gespeichert, ne? Fuck, wir brauchen die Schlüssel und so. Nein, ach nee, 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 nee. Ja, toll. Boah, Digga, das wird so schwierig. Doch, wir müssen durchs Fenster rein. Für das machen wir den einfach mal bewusstlos. Das wird wahrscheinlich wieder in die Hose gehen. Man könnte ihn auch mit der Münze weglocken, aber das wäre ja zu easy, so. Oh, rein, rein. Oh ja, nein. Nein. Och, Mann. Wir müssen nochmal beim Schießstand speichern. Grundsätzlich war es, glaube ich, nicht mal so schlecht, aber ich habe halt auf C gerückt. Und ich wollte auf X drücken, halt zum Überwinden, aber es hat nicht ganz geklappt. So, den Zielstand haben wir schon zur Hand. Dann jieten wir den jetzt dann einfach gleich gegen den Kopf, laufen dahin. Also, wenn er sich wegdreht, machen wir das. Und dann laufen wir dorthin, klettern genau rein, wenn er rausgeht, in Hoffnung, dass er uns nicht sieht. Oder wir speichern den nochmal kurz. Ja, ich bin hier schon fast eine halbe Stunde im Aufnehmen, wir haben noch gar nichts geschafft. Ja, jetzt. Nicht gemacht. So. Wir verstecken den. Nein! Nein, wir waren so gut. Okay, das kommt so gut. Das wird gut kommen. Wir müssen nur ein bisschen mehr Gas geben. So. Nächster Versuch. Direkt ein bisschen wegschleifen. Begleiten. So, wir bekommen jetzt den weg. Wollen wir den auch so ausschalten? Problem ist, ich habe kein weiteres Wurfobjekt, weil der Ziegel ist ja, glaube ich, kaputt. Leute, die sind da noch mal reden. Ich habe gerade eine gute Idee. Wir könnten da durchs Fenster eine Münze schmeißen und ihn dann von hinten holen und dann können wir ihn in der Truhe verstecken. Aber erst wenn der Typ... Ach, fuck, aber wir müssen, glaube ich, die Tür noch wieder entriegeln. So, er dreht sich um. Nur überwältigen, das haben sie ja auch gesagt. Die werden wieder erwachen, wenn sie gefunden werden. Jetzt können wir sie doch. Scheiße, hier drin ist keine Kiste. Ist wahrscheinlich ein bisschen auffällig, wenn ich den jetzt rausnehme. Kann ich den hier rausschmeißen? Die beseitigen, ja, ich kann ihn hier rausschmeißen. So, geh gleich hinterher. Dann machen wir den auch noch kurz in die Kiche, weil. Kiche, Alter. Wahrscheinlich, Digga. Because of safety first. So, ich hoffe, der kommt jetzt nicht allzu bald wieder. Was wir auch unbedingt machen müssen, ist hier Objekt verbergen. Erstmal das hier. Weil das würden sie sonst halt sehen, oder? Und das ist nicht so. Ach, hier wäre ein Schrank gewesen, ich Idiot. So unnötige Mühe. Okay, die Frage ist. Ah, hier Kellerschlüssel. Okay, und jetzt müssen wir den Keller untersuchen. Das Praktische ist, wir haben jetzt die Verkleidung, die erkennen uns jetzt nicht mehr. Das ist sogar sehr praktisch. Oh Leute, du... Scheiße, da darf ich nicht rein. Wir sollen auch unbedingt kurz irgendwo speichern. Das wäre noch ziemlich wichtig. Ich glaube, wir machen das einfach hier in der Küche. So, darf ich hier drüben rein? Ja, ah, ich will aber eigentlich nicht hoch, ich will runter. Ah, hier geht's runter. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Kellerschlüssel. Aua. Och, Digga. Wahrscheinlich steht da unten einer, oder? Da müssen wir uns noch irgendwie so ein bisschen runterschmuggeln. Mal kurz untertauchen. Super untergetaucht. Ich stehe einfach hier und mache nichts. Let's go. Haben wir doch irgendein Wurfobjekt? Das wäre gerade wichtig. Ja, okay. Schrauben uns hier. Sind hier unten denn noch... Okay. Wie wär's, wenn wir den Schraubenzieher an den Kopf schmeißen? Ne, wir lassen es erstmal.
Weil hier unten ist ja scheinbar nur der Typ hier. Und der Gefangene. Hat hier irgendwo eine Truhe, wo wir den verstecken könnten? Willst du diesen Akten dort kommen? Ist leichter gesagt, alles getan. Da ist eine Truhe. Könnten theoretisch von hinten holen. Einfach Angst, dass plötzlich random jemand runterkommt. Speichern. Oh, kommen Sie mal mit, bitte. Alter, wir sind bisher voll gut. Also wirklich jetzt. Und Kellerschlüssel nehmen wir auch. Untersuchen. Oh, warten Sie auf Berg. Okay, dann das machen wir so lange. Oh mein Gott, der war hier. Oh nein! Nein! Wie dumm! Als ob dort einer reinkam. Das kann mir noch keiner erzählen. Oh, der ist noch nicht tot. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Verstecken wir den jetzt mal wieder. So. Ah ja, guck, da kommt einer. Sieh mal einer. Gut. Hä, jetzt ist er nicht reingekommen, also. So, ich glaube, wir müssen wirklich zuschlagen. Und deswegen habe ich den jetzt nochmal kurz getötet, um... Ich kann ihn nicht ziehen. Hallo? Ich glaube, es ist nicht normal, dass da ein zweiter Mech kam. Ich meine, vorhin war es ja nicht der Fall. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich es eh rausgeschnitten, weil es einfach langweilig war. Ja. Bitte, jetzt kommt einfach keiner nach, ey. Ja? Niemand hat was mitbekommen. Was Gelegenheit verpasst, also. Was laberst du? Nein! Wie dumm! Is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet?